Ja, und da sind wir wieder und das ist ein Stream, den wir uns noch nicht so häufig angeschaut haben. Wir sind zwar schon ein paar Mal drauf gewesen, aber es gibt ja auch ein bisschen was Neues zu erzählen, denn die Timberwolves geben mir noch eine Chance. Hoffentlich kann ich sie diesmal überzeugen, mich für den Rest der Saison zu verpflichten. Hashtag alles ist möglich. Ja, dann schauen wir doch mal, ob alles möglich ist. 4 Spiele haben wir zusätzlich bekommen. Hier steht auch noch, yo, Kentrigo, die Timberwolves behalten dich noch einmal 10 Tage und zwar mit rechter Schieben. Tabith folgt uns jetzt. Oder Tabith, aber sonst haben wir nicht wirklich viele Fans. Gibt es noch diese besonderen Fans? Da muss ich mal gerade gucken. Ja, unten links, das müssen wir hier schauen. Also, von unseren Mitspielern mögen uns 2. Das sind die neuen. Ich denke mal, generell wird es so sein, dass hier wieder die Rooks uns mögen und sonst keiner. So ist es auch. Jabari Parker, Andrew Wiggins, Joel Embiid, Julius Randle, Marcus Smart. Das sind alle die, die auch relativ weit oben gepickt wurden. Dante Exum, den man natürlich auch kennt. Ja, nicht schlecht. Also ich denke mal, wir haben auch Potenzial nach oben. Wir haben wieder ein bisschen was zum Upgraden. Können an den Plaketten sowieso nichts tun, deswegen können wir vielleicht dann hier noch bei den Verteidigungssachen noch ein bisschen was draufpacken. Ich hatte es gesagt, Verteidigung, das müssen wir uns auf die Fahne schreiben, das klappt noch nicht. Das ist noch nicht das, wie ich es mir vorstelle und weil wir jetzt gerade noch 411 übrig haben, machen wir doch mal ein bisschen was fürs Rebound. Das hat zuletzt ja auch ganz gut geklappt, dass hier die Leiste zumindest nicht so leer aussieht. Wir haben jetzt hier schon überall ordentlich was geskillt und so wollen wir mal in die übrig gebliebenen 4 Spiele gehen, die für uns natürlich immer noch sowas wie ein Testlauf sind für einen richtigen Vertrag. Und da gilt es sich nochmal zu beweisen. Viele, oder ich zumindest, hab's auch, mich so, oder war so ein bisschen enttäuscht, dass man jetzt da nach den 10 Tagen dann einfach nochmal 10 Tage bekommt. Das ist natürlich irgendwo nicht das, was man sich erhofft hat, sondern man hat erhofft, dass die Story halt an sich noch irgendwie jetzt weitergeht. Aber jetzt muss man sich halt wieder eine gewisse Zeit lang auch damit zufrieden geben, muss jetzt wieder 10 Tage vorspielen, muss diese 4 Spiele machen, um dann die endgültige Entscheidung darüber zu erhalten, ob man denn fürs Team geeignet ist oder nicht. Und ihr werdet dabei sein, wenn sich diese Entscheidung abzeichnet. Das dann im nächsten Teil. In diesem Teil wollen wir die ersten 2 Spiele machen und mal gucken, ob sich zwischendurch die ein oder andere Zwischensequenz einmogelt. Ab ins Spiel. Wir kommen ja mit einer kleinen Siegesserie in diese Partie hinein gegen die Grizzlies, die immer eine sehr, sehr starke D haben, was also gar alles andere als leicht wird. Das ist schon mal klar. Mal sehen, ob wir es drauf haben. Dann gehen wir nochmal rein. Also die Grizzlies schaffen es tatsächlich, einen immer bei relativ wenig Punkten zu halten. Mike Conley und Co. sind sehr versiert, was das Stealen angeht. Da ist der Ball sehr schnell weg, deswegen müssen wir auf unsere Turnover limitieren in diesem Spiel. Wird sich aber leichter gesagt als getan, denn das wird ganz schön schwierig. Zumindest mal jetzt auf 3 reduziert. Tony Allen natürlich auch ein Veteran Player hier in der NBA. Wir versuchen alles, aber es wird nicht leicht. Wir müssen nochmal 4-mal Top-Leistung zeigen. Das Beste, was wir drauf haben, damit wir hier nochmal einen Vertrag kriegen. Jetzt bin ich gerade nicht hochgekommen, warum auch immer. Der war irgendwie noch am Landen. Deswegen hat er jetzt hier nicht nochmal so schnell hochspringen können. Screen steht. Conley läuft rein. Da war die Chance, mich mal anzuspielen, hat er jetzt ausgelassen. Jetzt wäre es theoretisch ein 1 gegen 1, wenn das denn wahrnimmt.
Spacing gemacht, aber nicht genommen. Und da versucht er gegen Conley einen Wurf abzudrücken. Und das ist relativ dämlich, denn Conley, wie gesagt, mit einer richtig guten Werten, was es immer schwierig macht, überhaupt einen Wurf abzudrücken. Ah, schön, jetzt mal der Steal. Andrew Wiggins. Wieder Rubio, zieht er ab, nein, Thaddeus Young spielt uns an. So, und jetzt, also, unser erstes Duell, wir vorsichtig sein müssen, wie gesagt. Rubio ist durch, aber verliert den Ball, gestealt, und das ist es da. Von habe ich gesprochen, die Grizzlies mit einer sehr hohen Steal-Wahrscheinlichkeit immer. Ja, und der Block! Und der Block! Und Gegenseite Rubio! Fast Break! Und der Layup! Also da haben wir nochmal gegen Conley einen Block rausgeholt. Gute defensive Aktion hier. Na. Frei, aber nicht gut. Wenn es schnell geht, wenn er uns sieht. Ah, Zone korrekt besetzt, aber wir kriegen den Ball nicht. Pekovic passes to Wiggins. The Timberwolves working the ball around now. Just five to shoot. Schöne Bewegung von Rubio, nicht gut. Sind da zum offensiven Rebound, kriegen ihn nicht. Müssen wieder zurückrennen. Allen. Unser Gegenspieler. Vince Carter spielt auf Conley. Der mich immer so ein bisschen an Chris Paul erinnert vom Spielen her. Oh, wieder sind wir da. Aber Wiggins vorher mit dem Foul, aber zumindest haben wir hier den Wurfversuch unterbrochen. Muss sich die zwei Punkte an der Linie verdienen. Und verdient sich nur einen. Williams, schneller Pass, aber der leider auch nicht drin. 16-12, wir gehen ins zweite Viertel. Bisher noch keine eigenen Punkte. Wie gesagt, schwieriges Pflaster hier gegen die Grizzlies. Wir bisher mit einem Rebound und einem Block. Ah, jetzt könnten mal die ersten Punkte fallen und so ist es. Bisschen Platz gemacht. Und dann fallen sie auch, die Würfe. Das Feedback war eigentlich an, ich habe jetzt gerade nichts gesehen. Alles war gut gemacht. Ich muss mal einmal ganz kurz gucken, ob wir jetzt die... So, Feedback haben wir wieder aus, warum auch immer. Muss ich jetzt hier irgendwo noch speichern oder was? Nein, eigentlich nicht. So. And it's Levine in at the two. So that's the Timberwolves five. Memphis knows what they are about. Schauen wir mal, ob das jetzt gleich dann da ist. Alley-oop! Und der ist drin, auch wenn es kein richtiger Dank war. Ja, diese Animation liebe ich ja von dem Wolf. He absolutely hammered it down. And that's the play we're gonna remember when this game is all said. Schöner Pass von Rubio, verwandelt von Levine oder Levine, wie auch immer, ich weiß nicht genau. Kommentator sagt Levine, glaube ich. Gasol's got 4 points this quarter. 112 left in the first half. So. Spin steht, kommt aber nicht. Haben wir den auch aufgelöst. Wiggins, Rubio. Wir bekommen den Ball, laufen rum, Meter, Foul, deutliches Foul hier, Vince Carter, schon mit dem dritten persönlichen. Ah, das ist ein ausgezeichnetes Timing. So, und nochmal. Vier Punkte sind das jetzt. Oh, Vince Carter, nicht gut. Und der Rebound geht zu uns. Glück gehabt da, an uns war schon vorbei. Rubio, auch der wird gefoult von Mike Conley. Die Timberwolves im Bonus. Ah, Rubio, Mensch, von der Linie. Ah, ein macht er, zwei Punkte Abstand, ein Korb. Vorsprung vor den Grizzlies. Rubio against Conley.
Gasol kicks to Randolph. He's open, decides Randolph raus, rein und raus, guckte rein. Viel raus, so Levine. Wieder hier, fordert den Platz an, kommt nicht, wäre jetzt Platz, wäre wieder Platz. Suchen hier natürlich die richtige Anspielstation, Wiggins, laufen hier rum, lass uns vielleicht anspielen, Wiggins. Nein, er macht ihn lieber selber, kompliziert. Ah, leider nicht drehen, wenige Sekunden auf der Uhr, 2, 1, der Wurf kommt, der Prayer auf den Ring und 30, 28, wir gehen in die Halbzeit und schauen, was der Trainer zu sagen hat. Close game as we wrap up the second quarter. Minnesota on top. They lead by two. Stay with us, folks. Okay, guys, we got a few minutes here. Let's go over a few things before we get going again. Firstly, our offensive output in the paint was really encouraging. But that being said, let's make sure we don't get too one-dimensional in the second half. I want us getting points from the inside and out. But we have done a great job creating free throw chances, driving the lane, attacking the basket. That has been a high point for us. And as soon as this quarter starts, we need to dedicate a lot of energy to working the offensive glass. I don't think they're going to be able to hold us down if we really hit the boards hard. If we go out there and show the killer instinct I know we have, this is not a team that can stay with us. Let's up that intensity. Also, wir kriegen hier nochmal das Feedback. Haben also nicht schlecht gespielt. Aber es fehlt noch so ein bisschen bei den 3-Punkte-Würfen. Da waren 0 Punkte von der, oder 0 Körbe von der 3-Punkte-Linie, die bei uns zu Buche standen. Und das ist dann zu wenig für den Coach. Er sagt, wir müssen von überall aggressiv sein, von überall treffen und nicht nur von der, von den 2 Punkten her, sondern auch von den 3. Der ist gut. Das ist 1 Punkt Abstand. Auszeit, eingewechselt werden wir. Sind bei 48% overall als Team von der Wurfprozentage her, was richtig gut ist. How his last 10 games have gone. He's averaging 3 points a game, 3 rebounds and 2 assists. He's going through a little bit of a tough time. Ah, da war jetzt mal die Chance. Pekovic probiert uns hier wieder anzubieten in der Zone, technisches Foul wegen unangemessenem Ausdruck. Taking a technical foul here is the last thing you want to do. That was just flat out stupid. The Grizzlies have made their free throws at a pretty good clip. They've hit 8 of 10. Die Frage ist, wer das gemacht hat. Anscheinend ich. Ich weiß gar nicht wie. On the free throw, no good. Aber auch nicht schlecht. Here is Doc. So, wir sind wieder hier. 9 points per contest. Immer gefährlich da, wie gesagt, gegen die stilsicheren Grizzlies. Ah, der Wurf, schade, nicht gut. Auch keine gute Auswahl hier. Udrich. 51, 50. Knappes Spiel im dritten Viertel. 1,45, 1,40 noch zu gehen. Wenige Sekunden noch, der Wurf ist zumindest mal verhindert, aber nur durch einen Foul. Er ist jetzt nicht der sicherste an der Linie, von daher könnte man zumindest mal erwarten, dass er einen verdoppelt. Kufus, den ersten macht er. Oh, er macht beide und sehr sicher sogar. Grizzlies gehen wieder in Führung, viele Lead Changes jetzt. Oh, sehr schön. Ein bisschen, aber es ist schwierig, ja. Überall wird versucht zu stehlen. Da ist mal der Wurf jetzt, der geht auch nicht rein. Da haben wir noch den Ball zu lange gehalten. Eieiei, da war jetzt eine ganze Menge schlechter Wertungen dabei. Die Wertung gab es mal irgendwie vor 2 Teilen oder so, dass man den Ball zu lange hält. Dann gab es die mal wieder eine Zeit lang nicht. Jetzt gibt es die wieder. Stehen noch dabei. Stehen dabei. Gute Defense. Wird uns auch gut geschrieben. Versuchen uns Platz zu machen, anzubieten. Kriegen hier Top of the Key.
Der Ball gut geworfen, etwas früh, aber Qualität B minus und er fällt. 50% Würfe, das geht besser. Noch können wir zufrieden sein. Well, the fans love it. I mean, a tug of war, back and forth affair. But if you're a coach, so haben wir wieder einen Lead Change. Wieder die Timberwolves in Führung. Wieder sind wir da. Wieder machen wir es schwierig, aber Punkte erlaubt. Keine gute D angeblich. They can't just keep allowing these easy baskets. I agree, they need more energy. Ja, der ist schwierig für uns, den kennen wir nicht so gut. Aber probiert, weil wir alleine standen. Udrich. Treffen jetzt auch keine guten Entscheidungen, muss man dazu sagen. Lee. Udrich. Udrich wirft nicht gut. Defensiver Rebound. Wenige Sekunden auf der Uhr. Wirft dann nochmal der Prayer, aber der ist weit daneben. Memphis, ein Punkt in Führung zum Ende des dritten Viertels. Und so gehen wir jetzt ins Vierte. Das ist ein spannendes Spiel bisher. Wenn wir jetzt nochmal reinkommen, dann haben wir unter anderem die Möglichkeit, oder vielleicht die Möglichkeit, hier nochmal was zu entscheiden. Und wir sehen es auch, 69-62 mit den Grizzlies am Ball. Und die punkten auch gleich mal. 5 Punkte Abstand, 1:15 noch auf der Uhr. Also, wir sind quasi hier zur Clutch-Time eingewechselt worden. Wie gesagt, wenige Positionen, die wir jetzt in dem Spiel vermutlich nur noch sehen werden. Dementsprechend jede sehr wichtig. Ah, der Wurf und der ist gut. Das war wichtig. Punkte 7 und 8 für uns. 71-64. Einer der wichtigsten Körbe bisher. Nachdem wir jetzt hier ein paar blöde Aktionen hatten. Ah, wieder gut verteidigt. Zweimal, aber dann den Offensiv-Rebound zugelassen. Und das lässt sich Randolph natürlich nicht zweimal sagen, dass er den Ball hier reinmachen soll. 71-66. Noch wird hier nicht Full-Court-Pressure gespielt von den Grizzlies. Die anscheinend noch die Möglichkeit sehen, in der regulären Zeit das Ding zu reißen. Pekovic unterm Korb, den kann er machen. Den muss er machen, den macht er. Wieder die Timberwolves hier mit der Animation und den Punkten. 73-66. 7 Punkte Abstand. Reicht das schon? Oder müssen wir hier noch zittern? 5 Punkte wieder. So, und jetzt sind wir auch noch am Ball. Jetzt wird Rubio gefoult. 6. persönliches ausgefoult. Lee. Rubio zweimal an die Linie. Der wirft auch wirklich schlecht von der Linie, muss man sagen. Trifft hier wieder nur einen von zwei. Also seine Wurfpercentage von der Linie möchte ich gerne mal sehen. Die dürfte irgendwo relativ schlecht sein. Leider dürfen wir nur einwerfen, deswegen können wir nicht gefoult werden. Andrew Wiggins, der jetzt mal gefoult wird, wahrscheinlich besser als Rubio. Auch Vince Carter ausgefoult. Aber 5 sind da auf dem Court, also passt noch. Haben noch genug Leute mit hier, die Grizzlies. 76-70. 6 Punkte. Jetzt muss schon ein kleines Wunder her hier für die Grizzlies. Ah, der ist gestealt. Rubio, der kriegen wir den Ball nochmal. Werden gefoult. Das war für mich ein Free Path. Aber nicht gepfiffen als Free Path. Sonst wäre das Ding hier wirklich durch. Erst machen wir mal. Der war ein bisschen spät, aber trotzdem drin. 78-70, 8 Punkte für uns, 10. B minus. Und haben okay gespielt. Ich denke mal, es könnte ein ordentlich geben. 3 Punkte, gut. Wieder 5. Ja, jetzt können wir uns mal anspielen lassen. Yeah, jetzt werden wir wieder gefoult. Passt doch. Holen wir nochmal ein paar Punkte. Wenn wir denn treffen, holen wir Punkte, sonst natürlich nicht. Ah, beide auch noch. Jetzt machen wir den Rubio hier. Nächsten 3, nicht gut. Offensiver Rebound, gut. 0,6, 3 Punkte.
too easy on that second chance opportunity. Vorbei und das Spiel aus. Wir gewinnen eine Partie, die nochmal knapp wurde. Wir haben ordentlich gespielt, wie ich es mir schon gedacht habe, mit einem B-Minus als Mitspielernote und machen damit die erste Partie zu, ja, einer ordentlichen Partie, so wie die Note das schon gesagt hat. Aber jetzt natürlich dann auch noch ein zweites Spiel, das wir sehen wollen. Leider, wie gesagt, müssten wir dann immer dediziert jetzt auf den Kalender gehen. Das wird nachher, wenn man dann den Vertrag unterschrieben hat, etwas schöner gelöst. Aber wir sind mal im Arena-Tunnel und hören mal zu. It's the man, the myth, the high school coaching legend. No, not as good as a coach since I lost you a few years back. It's funny how coaches get better when they actually have good players on their team. Man, forget that noise. You taught me everything I know. You're like a sponge. And look, it's paid off for you. I'm so happy for you. Thanks, coach. Now hit the showers. I can smell you from here. All right, man, I gotta get fresh. All right, sounds good. Ja, das war so eine kleine Zwischensequenz, dass man noch mit seinem Highschool-Coach sich mal sieht und mal trifft. Ja, ich gehe mal davon aus, dass man den später nochmal irgendwann sehen wird, aber das ist irgendwie, war mir jetzt auch persönlich irgendwie zu unpersönlich, zu kurz. Habe ich jetzt nicht irgendwie so wahrgenommen, als wären die jetzt schon lange dicke Freunde und als würden die jetzt noch was danach machen. Das war jetzt irgendwie so, hallo, ich bin mal da und bin dann aber auch wieder weg und mehr passiert da eigentlich auch nicht. Das ist dann halt so ein bisschen, ja, finde ich schade, hätte man vielleicht noch ein Stück mehr rausmachen können, aber das ist natürlich immer alles Meckern auf hohem Niveau. HD Kendrigo sagt, war toll, heute meinen alten Highschool-Coach zu sehen, der Mann bedeutet mir unendlich viel. Er liest das hier sicher nicht, aber ich wollte es wenigstens euch wissen lassen. Ja, und da antworten auch einige darauf, dass wir den Highschool-Trainer gesehen haben und dass wir den gefeiert haben und so weiter und so fort. Wir haben noch 3 Spiele übrig. Wie gesagt, wollen da jetzt auch nicht allzu viel Zeit verschwenden. Die Teile wären ja schon lang genug in letzter Zeit. Und meine Stimme geht so langsam ein bisschen flöten hier. Bei immer 40 Minuten aufwärts kommentieren, schreien, sich aufregen. Das ist dann auch nicht so ganz leicht, wenn man es dann nicht so regelmäßig tut. Wie denn so ein Sportkommentator beispielsweise. Aber wir können auf jeden Fall sagen, dass wir mit den Timberwolves jetzt so langsam die Kurve gekriegt haben, was die Saison angeht. Also haben bisher die letzten 3 Spiele, meine ich, alle gewonnen. Davor weiß ich jetzt leider nicht mehr, aber die letzten 3 gingen zumindest mal gewonnen. Und vielleicht kann man ja noch so einen kleinen Run starten, um es vielleicht doch noch irgendwie auf Platz 8 in die Playoffs zu schaffen. Wobei man dann natürlich gegen das Number One Team aus dem Westen spielen müsste, das vermutlich OKC werden wird, wenn nicht alles daneben geht. Und es geht also gegen die Pistons, gegen Detroit und eine interessante Partie, die man aber auch gewinnen kann, aber die man auch verlieren kann. Und so schön es ist, 3 Siege hintereinander einzufahren, so schnell kann es sein. Und so schnell kann es gehen, dass man das nächste Spiel deutlich verliert. Jetzt ist es zumindest nochmal eng, 12-11. Und wir führen sogar. Karen Butler, ob der mal bei den Clippers. Kennen wir alle nur von den Clippers. Aber auch ein sehr, sehr guter Spieler, natürlich auch schon 36 oder so. Also auch schon ein ganzes Stück weg von seinen jungen Jahren, sag ich mal. The Detroit Pistons, a proud franchise, of course, from 03 to 08, 6 consecutive trips to the Eastern Conference Finals. Mm-hmm. And Clark in 2004, the NBA. Rausgespielt auf Young, der hätte den jetzt nochmal nehmen können, nimmt er nicht, jetzt täuscht er kurz an, behind the back, Crossover, schön von der Seite gezogen, zieht auf, macht die Punkte hier. Das war richtig gut. Ich frage mich die ganze Zeit, wie ich hier irgendwas anfordere. Oben sagt er mir die ganze Zeit hier doppelt angefordert, aber ich sag nichts und ich hab das Mikro auch nicht an der PlayStation angeschlossen. Von daher würde mich mal interessieren, wie die das machen wollen. You know, Steve, I thought maybe he'd prefer to bring him out to the perimeter, but whatever works, go to it. Vorsicht da, gleich 2. Ich spiele den Ball lieber raus, bevor er weg ist.
Ah, jetzt mal Punkte. Nein, Pekovic, aber vielleicht im zweiten. Nein, aber vielleicht wir im dritten. Und jetzt wieder nicht. Das gibt's doch gar nicht. Ah, zweimal hier Pech gehabt. Ah, da sind wir zu spät. Also, so kann's gehen. Monroe, der gerade auch die Zone dazu gemacht hat. Der Tower von den Pistons. Schöner Pass zu Wiggins. Der macht Punkte. Assist. Den offensiven Rebound haben wir gerade natürlich auch gesammelt. Dann sollen wir schon zwei Wertungen an Bord. Aber noch keine Punkte, leider. Jody Meeks kommt, glaube ich, von den Lakers. Rubio, der könnte uns jetzt mal anspielen. Frei für drei. Und der ist gut. Ah, ein 3-Punkte-Wurf. Der ist uns noch nicht so oft geglückt. Wenn wir da so alleine stehen, dann doch gerne. Wieder da Monroe, der ja einer der Besten da auch ist auf der Position, kann ja sowohl Center als auch Power Forward spielen. Andrew Wiggins, wir stellen uns wieder, ich wollte mich gerade zum Block hinstellen, das wird dann nichts. Wieder raus auf Rubio, der könnte es jetzt mal anspielen hier, aber macht lieber selber den Korb, so geht es natürlich auch. Den Big Man da in der Zone liegen lassen, nachdem er den einmal angebumpt hat. 3 Punkte, wenige Sekunden auf der Uhr, der Ball im Aus. Wir bekommen nochmal die Chance, 8 Sekunden vor Schluss werfen die Pistons den Ball weg. Keine Anweisung des Coach. Williams, wir müssen uns mal ein bisschen beeilen hier. 5, 4, 3... Mo Williams für 3 tief und der ist nicht gut. Hätten uns auch anbieten können, aber den lassen wir natürlich den etablierten Spielern, weil wir da einfach noch nicht so gut sind, dass wir hier jeden reinmachen. Gerade der Dreier auch schon glücklich, aber so frei. Kann man den mal nehmen und dann fällt der auch ab und zu. Und das ist tatsächlich so, Jody Meeks von den Lakers. 41-31, 10 Punkte. Ja, da ist viel los in der Zone, da haben wir nicht wirklich viel Raum, aber wir haben das Auge für Wiggins, der in der Zone den Ball bekommt und dann aber gefoult wird von, es war Dieng, von Drummond gefoult. Schöner Pass eigentlich und hätte auch einen Assist verdient gehabt, meines Erachtens, aber leider nicht reinmachen können. Der nächste läuft mit dem Ball ins Aus. Wir haben wieder den Ball und können unsere Führung weiter ausbauen. Das sieht bisher schon mal ganz gut aus hier, was wir zeigen gegen die Pistons. And he's been passing the ball like a virtuoso. That's what really stands out to me about his recent performance. Well, you think about his intelligence, the court vision. Raus auf Rubio für 3, frei und den darfst du machen. Aber Rubio hat allgemein Probleme mit seinem Wurf, habe ich so das Gefühl. Guter Wechsel auf Defense, waren trotzdem zu spät dran. Rubio wieder. Schöner Passer. Wir können uns hier wieder anbieten. Machen natürlich Meter. Schön Wiggins frei. Da haben wir schön das, den Raum frei gemacht. Deswegen auch gutes Raumspiel. Wieder 3 Punkte. Das ist diesmal ein bisschen besser in dem Teil. Da wird dieses Raumspiel erkannt, dass du hier die Verteidiger wegziehst aus dem Raum. Das war in den letzten Teilen, habe ich es zwar immer wieder auch mal erwähnt, dass ich es hier gerade mache, aber nie die Wertung dafür bekommen, weil es dafür einfach keine Wertung gab. Und der Rechner es nicht erkannt hat. Jetzt also sind wir soweit. Erkennt also hier die Leistung an. Und hilft natürlich auch, dann die Note entsprechend zu gestalten. Wiggins wieder. Außen Rubio. Könnt uns jetzt hier anspielen. Wir sind frei für 2. Gut. Aber wieder ist das Wurffeedback weg, das muss ich glaube ich generell mal in meinem Profil speichern, dass ich es reinmache. Also lohnt es jetzt aber nicht jedes Mal hier wieder neu zu machen. Da nicht aufgepasst hier irgendwie
von der Defense. War mir auch nicht sicher. Meiner war zumindest nicht keine schlechte Wertung dafür bekommen. Also fühle ich mich jetzt mal nicht verantwortlich. Wiggins für drei. Nicht gut. Dieng. Und der ist gut. The officials are getting together. They may want to review this one. And the teams are going to have to wait before heading to the locker room. Und es wird reviewed. Wir schauen. The monitor and see if he got that shot off in time. Well, now that we can see the replay, it looks like he did get the shot off in time. It looked that way to me originally, and that's the call we should see here. Ja, der war auf jeden Fall weit vor der Zeit, vor Ablauf der Zeit noch geworfen. Also da sieht man es auch mal deutlich. Da ist der Ball schon lange in der Luft. Da gibt es nichts zu reviewen, das war eindeutig. And the official call is in. It's ruled. Und natürlich, sie zählen ihn rein. The original call after looking at the replay. And Kevin, this is exactly why we have this rule. And I think they made it. Natürlich zählt er. But Timberwolves on top. Ist auf jeden Fall draufgezählt worden, auch wenn er jetzt gerade aussieht, als wenn er nicht zählen würde. Aber es sind von den 48 auf 50 gesprungen, da habe ich drauf geachtet. Okay, guys. Solid play so far. I like what I'm seeing. But just a few things to talk about before the second half. We got a spectacular boost from the guys coming off the bench, and that's huge, because it should leave us with nothing but fresh legs as we get deep into this game. We were able to make an impact with our low post offense. Let's continue to exploit those good mismatches in the paint. And let's get bodies to the offensive glass for the rest of the game. I mean a lot of bodies. They won't hurt us on the break. Don't worry, just get to the boards. One more thing before I go. We can't let down our intensity. Stay focused and let's close this one out strong. Also in jeder Statistik besser als die Pistons, haben 4 Dreier-Erfolge, sind in der Zone besser, haben insgesamt bisher ein besseres Spiel gemacht, sieht man jetzt auch deutlich am Ergebnis 63-46. Das wird, wenn nicht alles schief läuft, der 4. Sieg in Folge. Zu einem frühen Zeitpunkt, von dem ich schon hier spreche. Klar geht es im Basketball schnell, aber bisher sieht nichts danach aus, als wenn die Pistons gleich eine riesen Aufholjagd starten. Auch der ist nicht drin. Rebound geht zu uns und Zeit zu wechseln. Time for change. Und wir kommen rein. Very steady work they've been doing on the interior, no question. And that's, I think, the main reason they have this lead. Martin's checked in for Butler. Ja, zwei Männer geblockt, kommen beide. Mo Williams, der muss drin sein, Block zum Punkt gestellt und das war auch gut. 65-46. Ah, der Wurf ist gut. Ah, da sind wir da und blocken ihn. Drummond, den wir hier geblockt haben mit der 0. Ah, der fällt auch rein. Gute Wurfauswahl. Die nächsten Punkte für uns nach dem Block. Naja, das ist doch mal eine gute Geschichte hier. Caldwell Pope, jetzt unser Gegenspieler, bei dem wir dabei bleiben mit der 5. Augustin, der den Ball raus, spielt auf Martin, der den raus, spielt auf Caldwell Pope. Der Ball ist, darf eigentlich nicht reinfallen. Drummond, und der ist gut. Den wir vorhin noch geblockt haben hier. Schön Platz gemacht und dann nehmen wir den Raum an und machen die nächsten Punkte. Haben jetzt 9, spielen gut. Ah, auch da ist die Defense gut und wir holen uns den Rebound nach dem In-and-Out von Caldwell Pope. Die nächsten Punkte, da wurden wir, glaube ich, geblockt. Der nächste Block, unglaublich. 2 Blocks hintereinander, Thaddeus Young. Drummond ist natürlich eine Blockmaschine, keine Frage. Aber trotzdem kriegen wir hier noch die 3. Chance.
Minnesota needs to get off a shot here. Der geblockt, glaube ich. Petkovic. Und der ist gut. Also da unterm Korb richtig, richtig schwer. They've definitely been winning that battle on the boards. Well, the main thing is they haven't allowed many second chance opportunities. And that is always going to allow you to maintain your lead. Here's Augustine. Oh, Augustine, schön. Williams raus. Haben die Zone eigentlich korrekt besetzt. Müssen jetzt da raus, weil sonst kriegen wir die 3 Sekunden. Aber auch der ist gut. 10-2 ran der Timberwolves. Bei 9 Punkten, 2 Rebounds, 1 Assist, 1 Block. Ah, da macht der Augustini nochmal rein, aber es sind immer noch 23 Punkte. Also immer noch genug Platz, um von einer komfortablen Führung zu sprechen. Sind jetzt kurz vor dem letzten Viertel, also in voller Spielkontrolle. Und wenn wir jetzt eingewechselt werden und sich nicht viel Neues ergeben hat, 81-71. Aufwachen, da haben wir kurz die Augen zugemacht auf der Bank. Aber es ist deutlich knapper, es sind nur noch 10 Punkte. Also die Pistons mit einem Lauf. Bei weitem nicht mehr so komfortabel wie noch zuletzt. Meeks, Jody Meeks raus auf, sehe ich nicht, Augustin. Augustin contestet, da war nicht. Petkovic holt sich den Rebound. Und wir kommen rein bei 2:16 auf der Uhr und 10 Punkten. Das ist aufholbar. Aber so ist das, wenn man nicht konzentriert zu Ende spielt, dann passiert das manchmal. Ja, müssen werfen, weil wir da die Zeit runterläuft. Aber das war auch nicht gut gespielt da. Ich habe mich schon 10-mal vorher zum Pass angeboten. Dann wirft er mich da an in der Situation, wo ich bei weitem nicht frei stehe. Und die Chance auch nicht mehr, den Ball irgendwie noch schnell weiterzugeben. Sind da auch zu Defense. Gut verteidigt, geblockt auch. Nicht von uns, aber vom Team. Also wenn der Williams uns jetzt wieder nicht anspielt, dann weiß ich auch nicht. Ich glaube, der mag uns nicht. Ball von Young da gerade. Williams muss jetzt gleich werfen. Wirft auch. Ist gut. Und das war einer, den hat er außerhalb der Halle geworfen. Was für ein Ding. Ganz, ganz tiefer Dreier. Und er sah so sicher aus. Augustine dishes to Meeks. Ah, wieder. Meeks, der ist nicht gut. Aber da haben wir nicht wirklich viel dazu getan, dass der nicht gut ist. Da wäre jetzt mal die Chance gewesen für einen Moment. Die Zone gerade mal frei von den Big Mans. Ah, und da machen wir auch mal die Punkte. Machen noch mal ein bisschen was für die Wurf-Percentage. 11 Punkte, 50%. All the looks they wanted. 48 Sekunden, 15 Punkte. You know, they wanted this win badly, guys. A loss would have meant a sweep in the season series. I agree. They did not want that to happen, even against opponents outside your conference. Haben jetzt allerdings nur 22 Saisonsiege, wie wir gerade hören, davon 4 alleine in den letzten 4 Spielen. You have to look back at this and see what a huge game it's been for Ricky Rubio. And a big part of their success was his ability to keep the ball moving. Ah, aber gut contested, gute Verteidigung. Und einmal müssen wir auf jeden Fall noch auf den Korb werfen. No argument with that W. Just 1 second between the shot clock and game clock. Doc the pass to Bennett. Da ist er, Anthony Bennett, den ich immer vermisse. Jetzt in der Garbage Time kommt er dann. Ah, nochmal 3, aber der ist nicht gut. Reicht nochmal für ein A. Minus von der Note her. 15 Punkte Vorsprung. Wir gewinnen mit einem Blowout. Ordentlich gespielt. A minus, wie gesagt. 11 Punkte, 2 Rebounds, 1 Assist, 5 von 10 und ein Block. Also ordentlich gespielt. Mal gucken, ob noch was passiert. Man weiß ja nie.
Vielleicht noch eine Zwischensequenz. Nein, wir erhalten noch eine Plakette. 76 von 100 Upgrades freigeschaltet. Glückwunsch, Upgrade freigeschaltet. Deine harte Arbeit hat sich gelohnt. Gehe zum Attribut-Upgrades-Menü und gehe den nächsten Schritt, um einen einzigartigen meinen Spieler zu erstellen. Attribut-Upgrades-Menü und gehe dann den nächsten Schritt, um. Okay. Neues Upgrade verfügbar. Warum auch immer. Wahrscheinlich einfach so, dass wir eins kostenlos bekommen. So habe ich das jetzt verstanden. Das habe ich nämlich letztes Mal bei mir auch gehabt in einer anderen Karriere. Da habe ich es nicht verstanden, warum das jetzt irgendwie da kam. Weil das ist ja auch keine Plakette oder sowas. Da habe ich leider letztes Mal auch zu schnell weggedrückt. Von daher jetzt mal ganz interessant, was das dann genau ist. Mich würde auch mal interessieren, ob das vielleicht auch Leute gibt, die direkt verpflichtet wurden oder die keinen zweiten 10-Tage-Vertrag machen mussten, weil ich musste es jetzt zweimal machen. Da wäre auch nochmal wichtig oder interessant, ob das vielleicht auch mal bei irgendeinem der Fall war. So, jetzt bin ich mal gespannt. Nee, das kostet trotzdem. Aber was meint er denn jetzt hier? Upgrade verfügbar. Muss ich nicht verstehen, weil das ist dieses Attribut-Upgrades-Ding. Ich denke mal, das war einfach nur nochmal ein Hinweis darauf, dass wir das hier nutzen können. Mehr kann ich mir das jetzt hier gerade nicht vorstellen, weil mehr kann ich ja jetzt hier nicht machen. Wir wollen mal ein bisschen noch was upgraden, aber ich bin noch nicht schlüssig, was. Dribbling wäre eigentlich auch ganz cool, aber Dribbling brauchen wir, glaube ich. Was brauchen wir denn dafür? Dribbling sehe ich gar nicht. Ja, wo ist zum Beispiel Dribbling, ne? Das ist auch so ein Ding. Sehe ich gar nicht. Ballkontrolle, Passübersicht. So, Schnelligkeit, Sprünge, Korbleger. Wo ist denn hier Dribbling? Gar nicht, ne? Gibt's nicht. Gibt's den Wert einfach nicht mehr, oder was? Frage ist auch, was passiert, wenn wir hier zum Beispiel mit einem Bar am Ende sind? Ist es dann wirklich Ende? Das wäre ja auch die Frage. Naja. Zu viel offene Fragen noch, die wir jetzt nicht klären werden. Naja, was machen wir denn mal? Machen wir mal noch einen auf den Spielmacher. Vielleicht heißt ja Ballkontrolle, hat was das was mit dem Dribbling zu tun. Wobei ich mir das eigentlich auch nicht richtig vorstellen kann. So, ich würde sagen, das passt erstmal. Ja, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wir haben wieder zwei Spiele gesehen. Zwei sind noch auf der Uhr. Das werden wir dann im nächsten Teil machen, den ich jetzt versuche, mit meiner Stimme noch über die Bühne zu kriegen. Und ja, dann sehen wir, ob es gereicht hat für die Timberwolves und vor allen Dingen für einen Vertrag über ein Jahr. Bis dahin, euer Ken Trigo.